Ach jo, Freunde, da sind wir ja wieder. Heute setzen wir unsere Lost Place-Reihe fort. Und zwar waren wir in der Nähe von Luxemburg und haben da eine Klinik gefunden. Eine Altenresidenz oder eine Altenverwahrschule. Kommt einfach mit in die Klinik ohne Wiederkehr. Viel Vergnügen, würde ich sagen. Ja, moin Freunde, wir sind hier an der Klinik angekommen. Ich, meine Wenigkeit und Urban Explorer ist natürlich auch jetzt hier. Und wir wollen diese alte Klinik um die Jahrhundertwende hier unten erkunden. Was wir hier noch zu sehen bekommen, das werdet ihr Ich natürlich gehe mal mitsehen. vor. Ja, du gehst schon mal vor. Und ich würde sagen, ich gehe schon mal vor. Oh. Wow. Müll wurde da wohl schon länger nicht mehr eingefüllt. Oha, Licht. Boah, guck dir das an. Wo die Schalldrähte ist. Meine Herren. Auch diese Geschichte aus den 20er Jahren, die hier ist, wurde in den späten 60er Jahren diese Haustür mit der Bleiverglasung eingebaut. Endlose Korridore und natürlich auch ein alter Fahrstuhl. Vielleicht entdecken wir hier noch die alte Leichenhalle. Gute Chance im Keller. Ja. Ja, das ist ja. Ja, man fängt hier an, wahrscheinlich irgendwas vorzubereiten. Schöner Erkervorbau. Da oben eine Lampe, 50er Jahre. Mal gucken, ob wir auch OPs finden, OP-Räume. Auf jeden Fall sehe ich schon schöne blaue Fliesen. Ja, da gab es eine Serie, tausche blaue Fliesen ein gegen Trabant. Das gab es auch mal. Ja, viel, viel ist nicht mehr zu sehen. Ja, hier unten auf jeden Fall. Oh, ein Treppenhaus. Oh ja, eine Pufferbatterie. Für Telefonanlagen, würde ich sagen. Und so gut wie nicht Guck mal hier, 85. 85. Hast du die damals gelernt? Am 7.85 ist das Ding geprüft worden. 7.85. Okay. Ne, sieht schon scheiße aus, aber ich sehe auch, okay. Da hinten ein blaues Klo oder ein blaues Bad. Eine Mini-Standdusche. Typische Fliesen der 70er Jahre. Machart dieser Fliesen, kann ich euch sagen, zwischen 1968 und 1973 waren diese Muster modern. Ja. Der typische Verfall und die typische Zerstörung. Ist natürlich klar.
Ein Wahnsinn, Leute, ein Wahnsinn. Hier war wohl mal ein Durchgang oder ein Wandschrank. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Original 60er Jahre Treppenhaus und die Glasbausteine ist typisch 70er Jahre. Man hat also in den 70er Jahren viel gemacht und auch die Teufelsanbeter waren natürlich auch schon da. Warum die immer in Krankenhäuser, dass die sich da so angezogen fühlen, das wundert mich eigentlich. Okay. Ja. Hammer, Hammer, Hammer. Hier sind wir rein. Hier kommen wir rauf. Wir gucken mal weiter hier. Wahrscheinlich ist hier sehr viel Verwaltung gewesen. Es riecht hier. Nach alter Toilette oder nach einem verendeten Tier. Es riecht genauso. Aufzug. Da unten geht's wohl weiter im Keller. Die Tür geht nicht, der Fahrstuhl klar. Wir kommen gleich durchs Treppenhaus nach unten. Ja, die Räume sind eigentlich gar nicht schlecht. Und wenn man hier drauf drückte, für Schwester Hildegard, die kam dann an. Schwester Brutalia. Die 1000 Augen des Dr. Mabuse. Unglaublich, was manche Leute für Fantasien ausleben. Es ist ja wohl der Hammer. Ich sag ja, was hat die Leute geritten und was machen die immer in diesen Krankenhäusern für Gruselgeschichten? Wir wollen die Gebäude nach der Operation, würde ich sagen. Schön viel Platz. Ja. Anschließend für die Heizung. Ja. Wieder ziemlich viel kaputtgeschlagen. Kann man genau sehen. Ja. Ey, hier kannst du machen. Alle Möglichkeiten. Einmal Lokus, einmal Pipiflasche, einmal weiß ich nicht was, Nachttopf und Nachttopf akut. Und der Kuli-Duomat, dann spritzt es aus allen Öffnungen und Kanälen und verschwindet anschließend da unten. Guten Appet, nur du packst aber auch wirklich alles. Ich will wissen, was hier hinter ist. Ja. Oh, da kamen Urinflaschen und Bettpfannen rein. Da kannst du das Nachttöpfchen reinstellen. Und die Urinflaschen. Herrlich. Herrlich, nein. Ja, du meinst, das hat die Spülung. Du kannst das alles aussuchen. Welche Urinflasche drin ist und so weiter. Wie die Konsistenz ist. Ah. Ja. Guck mal da. Die Brillblumen, die kenne ich auch noch, damit man in der Wanne beim Stehen nicht ausrutscht. Okay. Leise. Okay. Hast du gesehen? Ja, das ist die Luft. Nee. Da hast du so einen Tunnel, der ich angeklappt. Gott. So. Hör mal. Hör mal, erst den Keller.
Leichenkeller? Hast du hier mal über Dr. Mabuse gesprochen oder dem Bild oder was? Ja. Scheiße! Man könnte uns draußen hören. Ja, hab ich schon aufgenommen. So, wir sehen uns gleich wieder. Drück mal eben auf Pause. Wir gucken, dass wir eventuell den Eingang im Keller finden, dass wir da eventuell noch die Leichenräume finden. Super. Eingang gefunden, nach unten in die Kellerräume. Oh ja. Da hinten kam der Fahrstuhl von oben an. Ich schätze mal, hier waren mit Sicherheit Räume für die Leichenaufbewahrung. Ja. Ich mach das Licht mal aus. So. Da hinten brauchen wir sie wieder. Auch so ein Gitter kenne ich auch noch von der Musiktour. Das sieht sehr verdächtig aus nach den Kühlaggregaten für die Aufbewahrungsgeschichten. Es könnte hier gewesen sein. Moment, wir gucken weiter. Ui, Leute, hier ist es. Boah, guck mal hier. Boah, die Krankenhaushauptzentrale Elektrik. Ist das der Hit, ey? Boah, guck mal. Die Waschmaschinen, die Waschräume. Waschmaschinen und Waschräume hier. Ja, die alte Miele aus den 70ern. Oh, der Heizraum. Guckt's euch an. Öl eingefüllt. Da ist der Wasserspeicher. Im Moment, wenn der Wasser drin ist, hat es 19 Grad. Ist das bombig. Manfred? Ja, die Mittagbötzel nimmst. Na gut, halt mal hier so fest, warte mal eben. Okay, warte. Die Lampe mal einmal so festhalten. So. So da rein. Ich muss mal eben einmal stoppen. Wir sehen uns gleich wieder. Da haben wir das die Kompressoren für die Leichenhalle bezeichnet. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, passt rein. Das sind wohl die Aufbewahrungsräume gewesen. Raum 1 und 2. Ist dann hier ist wohl schon ausgetauscht worden. Aber ich nehme mal ganz stark an. Man hat die ja hier nicht tagelang aufbewahrt, aber hier waren welche Kinder.
Räume, wo die Operation erfolgreich war und der Patient tot war. Ja, sagt man heutzutage immer, ist Operation gelungen, Patient tot. Und mit diesen Worten machen wir erstmal Schluss. Jetzt waren wir im Keller, in der Elektrikanlage, in der Heizung und wir sehen uns nachher in den oberen Etagen wieder. Bis gleich. Wir haben soeben die Andachtskapelle. Einmal im Jahr wird hier der Verstorbenen gedacht und dann gibt es im Krankenhaus eine Nachfeier. Oder wie. Aber das wurde hier abgehalten. Da ist der Podest. Und für alle, die hier verstorben sind, wurde dann nochmal eine Andacht gemacht. Ja. Viele leere Zimmer. Vielleicht finden wir auch noch den OP. Das wäre noch was. Ja. Die Räume sind ja alle identisch wie oben. Jetzt habe ich natürlich gerade mal kein Licht hier. Oh, das ist ja ein Ding. Hier ist die Decke eingestürzt. Voll der Hit, guck mal. Wie sang Hildegard Knef immer so deutlich? Von nun an ging's bergab. Endlich ganz normal Waschbecken von unten sehen. Jo. Ich brauche mich nicht runterlegen. In der Küche lässt sich mal oben kurz das Wasser an. Wie schön. Hier, wie schon gesagt, die Natur holt sich alles wieder. Da wächst der Efeu rein. Jo. Gesund wird hier keiner mehr. Bleib mit den Finger da raus. Ich kann es dir nochmal erklären, was da reinkam. Hier wurden die Bettpfannen reingetan. Ach so, hier kamen die Urinflaschen und da wurde was ausgespült. Ja. Für die liegenden Patienten. Jo. Jo. Ja, ja, verrückt. Okay. Auch diese 70er Jahre Kreise, die hier überall an die Wand gemalt wurden. Das ist absolut der Hit. Guckt es euch an. Die alten gotischen Fenster. Ja. Ja. Da würde ich nicht hingehen. Guck mal, da hinten ist der Fahrstuhl angekommen. Wie würde Hasi Osterwald jetzt singen? Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt. Sie müssen warten. Aufpassen, wo man hintritt. Hier oben ist es gefährlich. Fühlt es sich hier an, als wenn es alles nicht so stabil ist. Da oben ist schon Licht. Mach nur mal Licht. Okay. Das ist ja schon wieder der Hit. Ich würde sagen, die hiesige Feuerwehr kommt schon für uns oder so. Ja, hier ist die nächste Bahnwelle. Ah. Und da ist der Fahrstuhlmotor, aber wenn der Manfred jetzt hier wäre, ich Licht. Leuchte mal rein. Hier oben. Das müsste hier die Umgebung sein. Jo.
Schön die Stahlseile da hinten. Jo, ganze Feder aufgehängt. Oh, tu mal das Schalttableau beleuchten. Was steht denn drauf? Steht was drauf? Cannabis 2, ne? Nicht. Und eine Notbremse hat er. Also ach, guck mal, du kannst in beide Richtungen öffnen. Ja. Vielleicht geht das irgendwo weiter. Ich weiß auch den Raum auf der nach unten hingehen muss. Und das Dach und der Stromleitung ist aber der Knaller. Die alte Antenne auf dem Dach. Wir kommen wieder. Jetzt von oben, den wir von unten gefilmt haben mit der Decke. Ja, da kannst du jetzt also mal Strecken von oben sehen. Jo. Jo. Dann gehen wir uns den nächsten Morgen zu. Jo. Pass auf den Mann auf. Was war das? Was passiert? Er hier wieder. Er will lieb zu scherzen. Ein Loch? Ja, ein Loch und das ist doch. Eieieiei. Wir sind hier im Erkerzimmer. Hier ist schon was durchgebrochen. Manfred, Licht, einmal Beleuchtung bitte, einmal Beleuchtung bitte. Ich versuche mit dem Licht jetzt in das Loch zu leuchten. Und schon sind wir unterm Dach, Joche. Sehen, wo die Decke runterkam. Ich bin eigentlich immer noch neugierig, wo die OPs waren. Naja, man hat hier schon kräftig ausgebeint. Und in der Pause, da konnte man auf den Balkon gehen. Wahrscheinlich waren das Ruheräume für die Schwestern. Hier konnte man irgendwie ein Radio einschalten. Ja. Das ist der Balkon vom Krankenhaus. Auch hier Gerümpel und Natur. Wir schließen die Tür. Wir kommen wieder. Auf der Suche nach den OPs fanden wir nur die Bleikristalllampe der 70er Jahre. Keine OP-Lampe. Jetzt mit der nach oben an die Decke leuchten, das funktioniert echt super, was? Dann probieren wir das auch nochmal. Ja, rüber. Und jetzt
gehen wir rauf und letzte Kapitel dieser Ära ist der Dachboden dieses um die Jahrhundertwende errichteten Krankenhauses. Geht die noch? Nicht mit mehreren Leuten da hochgehen. Was? Wenn ich ehrlich bin, der Blick war. Oh. Scheiße. Ja, die liegt da. Ja. Ja. Absolut katakombig, auch auf dem Dachboden. Ich schätze mal, hier werden wir wohl kein OP finden. Geh nicht da hinten hin. Geh da nicht hin. Das war den großen Fahrstuhl. Hält der Boden? Ja. Oh, das ist der Motor. Manfred? Licht? Detailaufnahme gleich? Wir würden sagen, Fahrstuhl zum Schafott. Die Elektrik, die Relais. Ja. Und da unten ist ein Loch. Fahr nicht runter. Ein Loch und das ist ein Loch. Das ist der Fahrstuhl von oben. Ja. Manfred, einmal hier mal gleich Licht von unten geben, dann mache ich ein Bild. 168 Kilo, wie wir gerade von 186. Genau. Ah. Der wird ja mal schwerer, doch. Ja. Und dann nimmt 47 bis 16 Ampere auf. Ja. Last. Aha. Was haben wir denn hier? Und da oben ist die Schmierung. Ist ein Langsamläufer mit 1000 oder 250 Umdrehungen. Seltener oder so. Ja. Das heißt, da kannst du hier das Abbremsen vom Fahrstuhl soft machen mit dem Ding, aber eben auf mechanische Weise, das ist elektronisch. Ja, super tolles Ding. Tut mir leid, ein Boiler ist viel Anzeige. Aber das wird wahrscheinlich auch so 50er Jahre sein. Ja, ja. Das sieht man anhand dieser Relais und dieser Sicherungsschaltung. Original hier noch Bakelit. Bakelit war mit Platin, alles handverdrahtet. Hier sind Nebenleitrichter. Warte mal. Einstellbare Drahtwiderstände. Fest einstellbar. Ja. Das sind schon besonders. Hier ein Lade-Elko. Hier kennen viele Radioleute aus dem Radio. Jo, und da unten, ja, prima. Jo, das haben wir jetzt erstmal alles abgefrühstückt. Wir waren auf dem Dachboden bei der Steuerung des Fahrstuhls im Krankenhaus von Dr. Mabuse. Wir haben die Klinik jetzt erstmal verlassen wieder, durch den Hintereingang natürlich, klar. Und hier ist noch in der Mauer ein Loch. Oh, das ist ja grottig. Pass auf, dass hier keiner. Boah. Vorsicht. Wir sind jetzt in einen Gang gegangen, der sich unter der Klinik befindet. Heia Safari, was ist denn hier mal los? Das Ungeheuer von Loch Ness. Bunkerräume. Einer bleibt da stehen. Und hier ist richtig kalt. Boah, ich schätze mal, das waren alte Bunkerräume. Geht's da weiter? Was? Ja, du siehst doch, was gekühlt wurde. Ach Gott. Ja. Dann trinkt man noch eine Flasche Wein. Ah, das ist aber schon alle. Das haben wir dann abgeschissen. Der hinten ist wieder Ausgang. 1986er
Schlag nicht tot. Liebfrauenmilch von 86? Ja. Okay. Ups. Das war der Balken, der meinen Kopf traf. Okay. Ja. Das Höhlengebiet ist unerforscht. Nichts mehr, ne? Was? Muss ich da doch noch mal reinnehmen? Was ist denn da? Nichts eigentlich, aber es geht dreimal um die Ecke. Dreimal um die Ecke. Na gut. Nehme ich am besten mal, wie ich rumkomme. Meine Herren, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Auf der Suche nach Gertrude. Ach, auch hier. Da kommen wir schon mal wieder hin. Ja. Ja, Gertrude. Ach, wir sind wieder am Ausgang. Ach, wir gehen jetzt rechts raus. Okay. Ja. Ein Therapiegang. So. Wir sind da hinten aus der Höhlenanlage rausgekommen und nahmen gerade ein Fenster auf. Und dieses Fenster ist natürlich hier. Was das natürlich damit zu tun hat, entzieht sich voll und ganz meiner Kenntnisse. Erst haben wir gedacht, es wäre gar nichts mehr hier zu sehen, aber das dann entdeckt. Sehen wir hier noch eine Bank, wo man knien konnte in der Kapelle dieser Kirche. Wir waren ja vorhin drin. Und da oben ist noch so ein Tabernakel mit diesen Verzierungen und diesem Kirchenfenster. Das ist der absolute Hammer. Einfach hier reingeschmissen und vergessen. Ja, man hat wahrscheinlich den Anbau, wo die OPs waren, wo der zweite Ausgang im Fahrstuhl war, der ist wohl schon längst abgerissen worden. Es war wahrscheinlich nur noch ein Genesungs- oder Kursanatorium. Aber wir gehen einfach mal weiter. Es warten noch einige Ereignisse auf uns. Ja, der Wurzeln war nochmal so schön. Unglaublich. Was mag das hier sein? Guck doch mal, das ist doch auch ein christliches Zeichen hier oben, was hier an der Decke hängt. Ja klar, guck dir das an. Da haben wir auch einmal rausgeholt. Kommt doch aus der Kapelle. Ja. Guckt euch das an. Ein christliches Zeichen. Unter die Decke gebunden mit Draht. Das kommt mit Sicherheit aus der Kapelle, genauso wie die anderen Sachen. Ich nehme mal an, dass das hier eine Art Abstellraum war. Ja, Radio Rainer und Urban Channel Explorer ist natürlich auch mit dabei. Wir sind jetzt auf Rücksturz zur Erde, auf Deutsch gesagt, wie Commander McLean von Raumschiff Orion immer sagt. Wir machen gleich noch die Abmoderation von außen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie dieses Krankenhaus von vorne in der Jahrhundertwende ausgesehen hat.
Und auch da oben spektakulär die ganzen Verteiler dieser Stromnetze auf dem Dach. Wir sehen uns gleich unten am Haupteingang wieder. Wir haben es alle überlebt. Hier noch ein kleiner Heuschober. Nichts Großes, Spektakuläres, aber naja. Und jetzt müssen wir sehen, dass uns keiner sieht. Denn wir sind gleich an der Hauptstraße und die möchte ich euch leider nicht zeigen, damit ihr nicht wisst, wo wir waren. Ganz an diesen Worten verabschieden wir uns von der Sanatorium des Grauens und jo, machen uns auf zum nächsten Lost Place und Radio Rainer und Urban Explorer Channel verabschieden sich für heute von euch und sagen Tschüss.